Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und ich muss das jetzt erstmal hier rüberziehen, sonst sehe ich es nicht richtig. Ja, so ist das besser. Sonst gucke ich immer so komisch. So, jetzt gehen wir mal in den Item Shop rein und gucken mal, was da aktuell Sache ist. So. Jo, der Liebesranger ist zurück. Das ist nice. So, gucken wir mal ganz kurz da rein in den Liebesranger. Ja, ich weiß, er eine pinke Hose an, aber der Liebesranger ist echt cool. Ich finde den nice. Und allein schon die Flügel hier hinten, das ist ja der Backpack. Also kann man mit jedem anderen Charakter kombinieren. Macht der Herr sofort ja auch sehr gerne. Das seht ihr ja in seinen Action-Videos. Hat er ja momentan am Skull Trooper dran. Müsste ich mal fragen, warum er eigentlich die Schwingen dran macht. Okay. Also auf jeden Fall, ich finde den Liebesranger richtig cool. Und er kriegt von mir 9 von. Nein, sogar 10 von 10. Von mir kriegt er 10 von 10. Ja, Mann. So, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist die Ted-X. Auch eine coole Picke, finde ich. Und ja, die sehe ich überhaupt an. Oh. Ah. So. Die Ted-X bekommt von mir 7 von 8 von 10. So. Ist da noch was? Ich hasse diese Bärchen. Ich meine, normalerweise müsste ich ja voll geil drauf sein, ne? Das sind Bärchen. Miau, miau, miau. Bärchen, Bärchen. Oh, ich finde die schrecklich. Mach mich auch nicht rosa oder pink oder sowas. Könnte ich machen, aber mache ich nicht. Kein Bock drauf. Bin doch nicht Pinky. Pinky Panda. Nix gibt's. Nee, sorry, da ist das Herz gebrochen drauf. Das soll eigentlich ein Blitz darstellen. Für mich ist es ein gebrochenes Herz. Nee, 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 den will ich nicht. Nein, 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 nein. Finde ich schrecklich, gibt von mir tatsächlich nur 3 von 10, weil er halt relativ kreativ ist, sag ich mal. So, dann geht's zurück. Jetzt gucken wir, wir können ja mal ganz kurz in die Bewertungen reinschauen. Wie habt ihr denn dafür abgestimmt bis jetzt? Gucken wir mal, das ist einmal der Liebesranger, 3,3 von 5 bei 40 Votes. Das erste Mal am 13. Februar drin gewesen, 18 Mal bereits im Shop. Dann haben wir Nose, Wuss. Da ist die Ted-X. Die ist sehr beliebt. 4 von 5. Ne, was heißt sehr beliebt? Einen einzigen Vote hat es bekommen. Dann ist nicht viel. So, am 13. Februar 2018 auch das erste Mal. 15 Mal schon drin gewesen. So, und dann haben wir noch dieses komische Bärchen. Und die gefällt euch scheinbar ziemlich gut. 4,0355 bei 99 Votes. Oh mein Gott. Am 10. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. 18 Mal bereits im Shop. 110 Reminders. Also Alarmierungen quasi drin. Steht ihr alle auf Pink? What the hell? Oh mein Gott.
Na gut, also, ja, das muss ich erstmal verdauen und verkraften. Also, jetzt geht's weiter. Sind wir hier bei dem Flatliner. Und der Flatliner ist. Wo ist der Flatliner? Jetzt muss ich mal hier reingucken. Da ist der Flatliner. Ich gebe dem Flatliner. Ja. Ja, da unten mit dem aufgeblasenen Handschuh. Ja, ist eine Knochensäge. Er ist schon relativ kreativ, ne, muss man sagen. Also, ich gebe dem 6, 7 von 10. Gucken wir mal. Das ist 6 von 10. 6 von 10. Wahrscheinlich, ja, naja, 6 von 10. So, wie sind eure Bewertungen dafür? 3,67 von 5. Am 8. September 2018 das erste Mal. Dreimal bereits drin gewesen. Drei Votes bis jetzt bekommen. So, weiter geht's. Dann haben wir hier. Boah, der ist geil. Der Airlift ist geil. Der kriegt von mir 10 von 10. Den finde ich richtig nice. Geiler Gleiter. Ja, Mann. Richtig cool. Gefällt mir echt gut. Das Ding ist nice. Guckt's euch an. So muss ein Gleiter aussehen. So, und der Gleiter hat von euch, der Airlift hat von euch was bekommen? Was hat der Airlift bekommen? Wo ist er denn? Da ist er. 3,87 von 5 bei 15 Votes am 8. September. Das erste Mal drin gewesen. Dreimal bis jetzt. Jawohl. Tschakka. Tschakka. So. Und dann haben wir hier den Field Surgeon. Und der Field Surgeon. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus. Sieht echt ganz cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Ja. Ich könnte mir zwar nicht vorstellen, den zu spielen, aber er sieht echt cool aus, muss ich sagen. Und deswegen bekommt er zumindest von mir 7 von 10. So. Der Field Surgeon. Wo haben wir den denn? Da ist er. 3,92 von 5. Bei 12 Votes am 8. September. Dreimal bis jetzt drin gewesen. So, also, dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Tri-Age Trooper. Auch der sieht ganz nice aus. Gebe ich auch 7 von 10. Ist eigentlich ganz cool. Da hinten guckt ein Handschuh noch raus. Lassen wir mal den Handschuh mal flattern. Winke, winke. So. Ja, 7 von 10. Wie sieht's denn da aus bei euch? 2,85 von 5 bei 5 Votes. Okay. Wieso gefallen euch die Mädels immer besser als die Jungs? Muss ich mir echt. Also was ist, heißt jetzt, also nicht falsch verstehen, ja. Also mir gefallen auch Mädels besser als Jungs, aber im Spiel spiele ich lieber Jungs. Also. Na gut. So, das hatten wir schon. Dann geht's hier rein. Cloud Strike. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht wirklich toll, nur weil das eine Animation da drauf ist auf einem Standardgleiter. Kriegt der von mir 5 von 10. 5 von 10. Gucken wir mal. Und der Cloud Strike von euch 3,4 von 5 bei 10 Votes. Das erste Mal am 14. Januar 2018 drin gewesen. 19 Mal bereits im Shop. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Glowstick. Ich finde den nicht toll. Mag den nicht. 4 von 10. Und sieht's aus beim Glowstick. Da,
Naja, ist aber auch nur ein einziges Mal bewertet worden. 5 von 5 bei einem Vote. Am 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 10 Mal bereits im Shop. Und es hat nur einen einzigen Vote abbekommen. Das heißt also, diese 5 von 5 werden nicht so wirklich repräsentativ sein. So, dann, wie hört er sich denn überhaupt an? Oh mein Gott. So, dann sind wir beim Scorpion. Ja gut, wer gerne da irgendwo nach Paradise geht, ja, da ist der vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Tarnung macht ja schon Sinn. Ja, 5 von 10. Und das ist der Scorpion. Ist halt was, 4,6 von 5. Bei 25 Votes. Am 28. August das erste Mal drin gewesen. 4 Mal bereits drin gewesen. Und ja, scheint euch sehr gut zu gefallen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Arctic Assassin. Und ich weiß, ihr liebt den und ich lieb ihn nicht. Und der Herr sofort liebt den und ich lieb den nicht. Und alle lieben den, nur ich lieb den nicht. Wie oft muss mir das Ding denn jetzt noch über den Weg laufen? Der Arctic Assassin. Ich meine, okay, sieht ja nicht schlecht aus, aber... 5 von 10 oder 6 von 10, höchstens 6 von 10. 5 von 10. Wenn irgendwann mal vielleicht ein Polargebiet da ist, dann gebe ich dir mehr. 5 von 10. So. Da, jetzt könnte stinkig sein. Der gleich gibt dem 5 von 10. Der ist ja nicht ganz sauber. 5 von 10, fertig. So, also, jetzt gucken wir mal. 4,28 von 5 bei 18 Votes. 25 Mal drin gewesen. Das erste Mal am 19. Januar 2018 released. So, und dann geht's weiter. Dann haben wir hier, das ist ein geiler Emote. Müsste ich mal ein bisschen lauter machen. Ich muss den mal ein bisschen lauter machen, weil sonst hört man hier gar nichts. Ja, der Herr sofort hatte sich den auch geholt und wir fanden den eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Deswegen 8 von 10. Und wie sind denn eure Meinungen dazu? 4,6 von 5 bei 20 Votes. Also euch gefällt er auch. Das erste Mal am 18. August 2018 drin gewesen. So, und dann haben wir den Facepalm. Und da das ein Emote ist, den man auch regelmäßig benutzen kann und für 200 V-Bucks wirklich cool ist. Also das sind solche Emotes, die gefallen mir sehr gut, weil sie halt doch oft zum Einsatz kommen können. Deswegen kriegt das Ding von mir 8 von 10. Jetzt schauen wir mal, was hat denn der Face... Oh, aber auch nur ein einziger Vote. 5 von 5. Ja, ist dann halt auch nicht so repräsentativ, wenn ein einziger Vote haben muss. 5 von 5. Am 16. Oktober ist das letzte Mal drin gewesen. Am 22. Februar 2018 released. 8 Mal drin gewesen. Ja, ich finde den cool. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann läutet die Glocke. Schreibt was in die Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.